Bill Cut. Hallo liebe Gaming-Freunde, in diesem Video möchte ich mit euch über die Zukunft der Videospiele sprechen. Den Stein des Anstoßes für dieses Thema lieferte mir Sony bzw. PlayStations Zukunftsplan. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Sony bis 2026 12 Live-Service-Spiele veröffentlichen möchte? Dies hat das Unternehmen bereits Anfang 2022 verkündet, als man Bungie für 4 Milliarden US-Dollar aufkaufte. Aber was passiert dann mit unseren geliebten Singleplayer-Spielen? Bekommen wir davon dann immer weniger, bis sie nur noch ein Relikt vergangener Zeiten sind? Finden wir es doch gemeinsam heraus. Der Gaming-Markt boomt. Laut den Daten von TrueList nimmt die Zahl der Gamerinnen und Gamer von Jahr zu Jahr stetig zu. Haben im Jahr 2015 noch knapp über 2 Milliarden Menschen Videospiele konsumiert, sind es im Jahr 2022 schon über 3 Milliarden Menschen. Im Jahr 2024 soll die Zahl sogar auf 3,3 Milliarden Spielerinnen und Spieler ansteigen. Doch wie lässt sich nun am meisten mit dieser Masse Geld verdienen? Ganz einfach. Mit Live-Service-Games. Während Singleplayer-Spiele sich quasi nur einmal verkaufen, verkaufen sich Live-Service-Games unentwegt. So verkündete Ubisoft schon 2018, dass ein Standardspiel im zweiten Jahr vielleicht 13% der Einnahmen des ersten Jahres erzielt, während ein Live-Service-Spiel 52% erreichen kann, was ein erstaunlicher Sprung ist. Wundert es da noch jemanden, warum Publisher verstärkt auf Live-Service-Spiele setzen? Es geht schließlich nur noch um das ganz, ganz große Geld und jeder will ein Stück vom Kuchen. Live-Service-Games sind spätestens mit Fortnite richtig groß geworden und aus dem alltäglichen Spieleleben nicht mehr wegzudenken. Mit Battle Pass, Season Pass, Skins, Emotes und anderen Arten von Mikrotransaktionen werden diese Spiele am Leben erhalten und versuchen uns Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dass es ziemlich erfolgreich klappt, zeigen uns die Umsätze der Unternehmen. Ich habe ein wenig recherchiert und gebe euch folgende Infos an die Hand. Beginnen wir doch mit dem bereits erwähnten Battle Royale-Spiel Fortnite. Im Mai 2018 startete die Mobile-Version von Fortnite für Android und iOS. Alleine in diesem Monat verbuchte Epic Games einen Umsatz von geschätzten 318 Millionen US-Dollar. Und es kommt noch besser. In den Jahren 2020 und 2021 konnte ein Umsatz von 10,1 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Im Frühjahr 2022 gab Epic Games bekannt, den Fortnite-Umsatz von nur 2 Wochen, 20. März bis 3. April 2022, für humanitäre Hilfe angesichts des Kriegs in der Ukraine spenden zu wollen. Die Summe betrug 144 Millionen US-Dollar, etwa 131 Millionen Euro. Auf das Jahr hochgeschätzt wäre das ein Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, was belegt, dass Fortnite auch 2022 noch sehr viel Geld einbringt. Kein Wunder also, dass jedes Unternehmen gerne so sein eigenes Fortnite im Portfolio hätte. Also wagen sich immer mehr Publisher auf dieses Terrain. Sieht man sich zum Beispiel die Umsätze von Electronic Arts von 2020 bis 2022 an, dann sieht man ganz deutlich, dass die Service Games Apex Legends, FIFA Ultimate Team, Madden Ultimate Team und so weiter den höchsten Anteil ausmachen. Die untere hellgrüne Säule präsentiert die Umsätze der Live-Service-Spiele. Und die dunkelgrüne obere Hälfte der Säule zeigt uns die Umsätze der Vollpreistitel wie Singleplayer-Spiele. Der Unterschied ist ganz deutlich zu sehen. Mit Service-Games lässt sich einfach viel mehr Geld verdienen. Deshalb verlagern immer mehr Publisher ihren Fokus auf Live-Service-Games. So auch bei Sony, wie man anhand dieser aktuellen Statistik sieht. Diese wurde den Investoren im Rahmen des aktuellen Business-Segment-Meetings gezeigt. Ab dem Geschäftsjahr 2025 sollen Investitionen in Live-Service-Titeln etwa 60% des PlayStation-Geschäfts ausmachen, während sich die restlichen 40% auf klassische Singleplayer-Erfahrungen verteilen. Wie man deutlich erkennen kann, hat sich der Fokus stark verlagert. Im Fiskaljahr 2019 hat man nur 12% in Live-Service-Titel investiert, während 88% der Finanzierung in Singleplayer-Titel floss. Herman Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, ging näher auf die Pläne ein, die von den PlayStation Studios in den kommenden Jahren verfolgt werden. Laut Hulst dürfen wir damit rechnen, dass die PlayStation 5 zukünftig mit mindestens 2 großen Exklusivtiteln pro Jahr versorgt wird. Hulst versprach ausreichend Abwechslung, da alle wichtigen Genres abgedeckt werden sollen. Besonders hervorgehoben wurden dabei Shooter, Rennspiele, Rollenspiele, Plattformer, Action-Titel und Sportspiele. Ein besonderer Fokus wird laut Hulst auf Live-Service-Titel liegen, von denen sich aktuell 12 in Entwicklung befinden, die bis zum Fiskaljahr 2025 erscheinen sollen.
Hier hob Halst die drei Studios Guerrilla Games, Haven und Firewalk hervor, die die Grundlage von Sony Interactive Entertainments Live-Service-Initiative bilden werden. Werden wir also in Zukunft viel weniger Singleplayer-Spiele wie God of War, Horizon oder The Last of Us erleben? Nun, um das zu beurteilen, ist es noch viel zu früh. Ich habe leider keine Glaskugel, doch die Weichen stellen sich gerade um. In nächster Zeit wird sich zumindest nichts verändern. Darüber hinaus verschmelzen gerade traditionelle Singleplayer-Spiele, so wie wir sie kennen, mit Live-Service-Elementen, wie es Diablo gerade eindrucksvoll beweist. Diablo 4 wird zwar als Vollpreistitel vermarktet, bietet jedoch alle Elemente, die einen Live-Service-Titel ausmachen, wie den Online-Zwang, einen Battle Pass, der mit 10 Euro zusätzlich zu Buche schlägt oder 25 Euro, wenn man schon ein paar Level skippen möchte. Daneben gibt es auch einen In-Game-Shop, der mit exklusiven Skins lockt und mit sogenannten Seasons werden kostenlose Inhalte mit der Zeit hinzugefügt, die das Spielerlebnis erweitern. Und bevor mich an dieser Stelle gleich jeder korrigieren möchte und schreibt, dass Diablo 4 gar kein Singleplayer-Spiel ist, sondern ein gewaltiges MMO mit unzähligen Spielern, Live-Events wie den Weltenbossen und so weiter, möchte ich nur folgenden Denkanstoß geben. Nehmt von Diablo 4 mal den Online-Zwang raus, den Season und Battle Pass, den Ingame-Shop und den ganzen anderen Kram, der ein Live-Service-Game ausmacht. Was erhaltet ihr denn? Ich sag's euch. Ein storygetriebenes Open-World-Diablo, welches problemlos auch als Singleplayer-Spieler erlebt werden könnte, doch wir Spieler wollen es scheinbar gar nicht mehr anders, denn ich lese immer nur, dass die ganzen Live-Service-Elemente nur kosmetischer Natur sind und deswegen müsse man ja gar kein weiteres Geld ausgeben und so weiter und so fort und ja, diese Stimmen haben recht. Dennoch stören mich einige Sachen, die gegen Live-Service-Games sprechen. Zum einen trauere ich ein wenig den Spielen aus meiner Jugend nach, die zum Release bereits vollständig waren. Nicht nur wurde kein Day-One-Patch benötigt, man konnte auch sämtliche Inhalte freispielen. Jetzt wird man gefühlt bei jeder Kleinigkeit zur Kasse gebeten. Des Weiteren stört mich der Online-Zwang. Denn nehmen wir ein Spiel wie Diablo 4. Wäre das ein Singleplayer-Spiel geworden, so wie es ich mir gewünscht hätte, dann hätte ich die Disc in 10, 15 Jahren, je nachdem wann die Server abgeschaltet werden, problemlos auch in 20 Jahren in meine alte PlayStation 5 stecken können und es von vorne erleben dürfen. Jetzt ist ungewiss, was in 20 Jahren ist, denn diese Disc wird wahrscheinlich unbrauchbar sein, denn die Server sind abgeschaltet und ich kann auf keine Inhalte mehr darauf zugreifen und werde das Spiel nie wieder erleben können. Und das dem traue ich ein bisschen nach, denn wenn ich so an meine alten Spiele denke, meine PlayStation 2 rauspacke und die Disc einlege, dann kann ich die Spiele immer noch erleben und kann den nostalgischen Trip aus meiner Jugend wieder erleben. Was natürlich mit den heutigen Spielen und mit diesem Live-Service-Gedanken nicht mehr möglich sein wird in 10, 15 oder 20 Jahren, wenn die Server abgeschaltet sind. Vor allem sollten aber gerade Eltern an dieser Stelle hellhörig werden und versuchen, ihre Kids behutsam an das Thema Gaming heranzuführen. Mit immer mehr Mikrotransaktionen in Spielen wächst die Gefahr, am Ende des Monats eine riesen Rechnung zahlen zu müssen, wie in diesem Beispielartikel der GameSpar zu lesen ist. Es wird immer mehr zum Trugschluss, dass man nur einmal für ein Spiel bezahlen muss und alles ist gut. Nein, wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass Spiele plötzlich zu einer Schuldenfalle werden. Den Publishern ist es nämlich egal, wie viel Geld ihr darin ausgebt oder ob ihr es euch überhaupt leisten könnt. Man sollte auf gar keinen Fall den Fehler begehen und das Thema belächeln oder auf die leichte Schulter nehmen, denn einige Mechaniken können auch süchtig machen, wie dieser Artikel hier berichtet. Versteht mich nicht falsch. Ich will hier nicht alle Service-Mechaniken verteufeln und euch dazu aufrufen, zu Mistgabel und Fackel zu greifen. Vielmehr möchte ich euch sensibilisieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch Probleme gibt und deswegen hoffe ich, dass ihr euch mehr Gedanken zum Thema macht. Aber es gibt auch positive Aspekte der Mikrotransaktion. So bieten sie den Entwicklern eine gute Möglichkeit, die Entwicklungskosten niedrig zu halten. Wir können Fall Guys als perfektes Beispiel heranziehen. Tatsächlich hat Fall Guys eine der fairsten Monetisierungsmethoden, die ich entdecken konnte. Skins sind nicht massiv überteuert und die Spielwährung wird großzügig verteilt. Nicht jedes Spiel, das Mikrotransaktionen enthält, ist darauf aus, uns GEMA zu manipulieren oder uns auszunehmen, doch es ist leider der Großteil und deswegen müssen wir behutsamer mit dem Thema umgehen, ansonsten könnte es noch ziemlich böse enden. Sollte sich dieses Konzept durchsetzen, also viel Umsatz generiert werden, dann werden wir mit Gewissheit noch viel mehr solcher Spiele in Zukunft erleben. Und wer weiß, vielleicht peilt auch Sony schon diese Art von Verschmelzung in ihren Storyspielen an, wie wir es bei Diablo 4 erleben. Wir Spieler sollten uns daher bewusst machen, dass wir den Markt bestimmen. Mit dem Kauf von Battle Pass, Season Pass, Emotes, Skins und anderen Mikrotransaktionsinhalten signalisieren wir den Entwicklern und Publishern nur eines. Ja, geil! Ich will mehr davon! Doch
Ist es wirklich das, was wir wollen? Ich für meinen Teil würde lieber vollwertige Add-ons oder DLCs, wie sie heute heißen, sehen. CD Projekt Red hat es bereits vorgemacht. Und mit den Erweiterungen zu The Witcher 3, Hearts of Stone sowie Blood and Wine großartige DLCs herausgebracht, für die ich gerne bereit war zu zahlen. Und jetzt seid ihr gefragt. Was meint ihr? Sehe ich das alles zu negativ? Wie steht ihr zum Thema Mikrotransaktionen und Service Game im Allgemeinen? Feiert ihr das Konzept oder würdet ihr es am liebsten begraben? Ich hoffe wie immer, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.